Seit wenigen Wochen haben wir für die Bibliothek einen neuen Archivraum. Dank des Ausbaus von ehemaligen Öltanks sind hier in diesem Bereich neue Räumlichkeiten möglich geworden. Und alte Kleiderschränke haben es ermöglicht, dieses Archiv einzurichten. Diese Türe ist der Zugang zu einer wahren Wunderkammer. Hier ist das Lager für die Hauswirtschaft, für Freunde des guten Kaffees ein wahres Eldorado. Einen besonderen Service bieten wir für Gäste, die länger in der Akademie sind. Sie können hier im akademieeigenen Waschraum ihre Wäsche waschen und trocknen. Dazu haben wir einen Raum ausgebaut, in dem sich eine Waschmaschine und ein Trockner befindet. An der Rezeption können dazu Waschpads und Marken gekauft werden und somit die eigene Wäsche gewaschen werden. Aber auch in den Katakomben der Akademie befinden sich ganz besondere Plätze. Hier das Lager für die Schleckermäuler unter den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern. Süßigkeiten über Süßigkeiten. In einer anderen Ecke Vorräte von Getränken. Und in der heutigen Zeit etwas ganz Besonderes. Toilettenpapier über Toilettenpapier. Und unser Bibliothekar, Herr Kreisig, erklärt uns, was es mit diesen zahlreichen Beständen hier im Archiv auf sich hat. Hier lagen Chorsätze aus der Bibliothek, die aus statischen Gründen nach unten verlagert wurden, unter anderem auch Chorbestände, die von unseren eigenen Ensembles verwendet wurden, wie hier zum Beispiel Lili Boulanger.